Hallihallo, willkommen zurück zu Of Orcs and Men mit mir, dem guten Arkai und Styx, diesen zwei schönen Gestalten hier. Und wir müssen uns jetzt hier an diesem Typen vorbeiwurschen. Die sehen Styx überhaupt nicht. Geil. Vielleicht kann ich den da hinten schon mal aus dem Verkehr ziehen. Oh, okay, jetzt hat er mich. Nee, da müssen wir jetzt mal hart rangehen. Melee Special. Throw Low Blow. Das klingt gut. Nee, machen wir mal hier so und dann. Nee, das braucht auch nicht. So, dann machen wir es mal so. Schlecht, wenn der da so alleine ist, da hinten. Okay. Bitte nötig. So, jetzt du stunst erstmal den Typen hier. Styxi haben sie gerade umgehauen. Race Ally. Your friend is down. Press Space to open a tactics menu and use the race ally order to help him. Your mission fails if the two characters are down at the same time. Okay, verstehe. Race ally. Oh, oh, oh. Bleibt jetzt mal defensiv und haust da erstmal rein. Du auf jeden Fall Quick Attack auf den Typi. Okay, jetzt kann der hier volle Kanne. Der macht mal ein Armor Piercing, das klingt gut. Und der macht nochmal ein Stunny. Gestunt. Und jetzt. Wow! Okay, jetzt regenerieren sie sich auch wieder. You just went up a level. You can upgrade the characteristics of your two characters on the attributes page of your menu, which you can access by pressing C. New skills. The skill screen car key lets you upgrade or unlock new skills for the two characters. You gain new points to assign with each level. Learn and upgrade the skills that are best adapted to your style of play. Okay. C. Aha. Mind. Increase defense, dodge or deflection, but also Styx's concentration and Archyle's rage points. Okay, stamina affects the character's maximum health and stability. Oh, das finde ich super. Mach ich direkt bei ihm. Yes, confirm. Und was machen wir hier? Agility affects the chance of landing a critical hit and also of deflecting or dodging any physical attack. Ja, das ist doch solide. Confirm, ja. Okay. Skill wheel, hand to hand, special, ranged combat. Mache ich einen Styx eher ranged oder mache ich einen eher hand-to-hand? Man weiß es nicht. Und Archyle hat eher defensiv oder offensiv? Ich glaube, ihn mache ich eher defensiv. Was haben wir denn da so?
Okay, die Skills kann man dann nur noch upgraden. Was haben wir hier? Makes nearby enemies perceive a threat depending on how far they are. Ah, okay, damit kann ich den... Kann ich den vom Ding ablenken. Vom Sticks. Also das ist praktisch ein Taunt. Oh, da steht sogar. Haha. Back and forth. Fast attack that interrupts and knocks back the target. Okay. Carpus goes into defensive stance, improving damage reduction and deflection while reducing offensive abilities, damage and critical hits for 15 seconds. Okay, deutlich weniger Schaden, aber dafür auch einiges, 25% weniger Damage halt. This disengagement, area attack knocking back enemies, inflicting more damage if the targets are vulnerable. Aha, dafür brauche ich aber, oh, Level 10. Ne, machen wir doch mal ganz klassisch den Taunt als erstes. Und beim Styxi gehe ich mal auf den Nahkampf hier. Was hat denn der da so? Styx uses part of his concentration to regenerate his health. Das ist natürlich gut. Destabilizing attack. Inflicts moderate damage and destabilizes the target, preventing him from parrying or dodging for a long period of time. Oh, das ist natürlich auch sehr gut. Ja, machen wir doch mal den. Ich meine, ich habe ja eh keine Ahnung, was das alles so, was gut ist, was ist schlecht. Wir werden es ja sehen. So, da hätte ich mich wahrscheinlich hier außen rumschleichen können, ja, um ihn dann von hinten noch abzuservieren. Aber gut. Jetzt weiß ich auch, wie die mich entdecken in etwa. Wow. Alert! Two arms! Oh shit. Der haut mal so einen raus und wenn die noch da hinten sind, kann ich dann mal schnell ein Accurate Throw machen. Auf geht's. So. Des Weiteren kannst du dann direkt... Sehr gut. Und der Archive. Sehr schön, Styx. Wirklich gut. Amok-Piercing. Okay, jetzt dreht es sich um. Probieren wir mal den. Okay, der ist jetzt destabilisiert, aber jetzt Akal. Oh Gott! Der dreht total am Rad und ist jetzt wieder runtergekommen, hoffe ich. Oh, oh, oh. Ja, also die Kämpfe, das muss man sagen, die sind erstmal ungewohnt. Das muss man erstmal gucken, wie sich das dann auch so rauskristallisiert. Aha, wen haben wir denn da? The orc with them's called Sork. He's about as straight as a pubic hair and loves kissing his boss's ass. Damn traitor! I'll tear him to pieces! You'll get more than you can handle if you start that. Anyway, no point raging a sweat over him. Just slip his boss a present and he'll leave us alone like a good little dog. But can you pretend to be a slave? You think I'm gonna kiss ass in front of a Quarsan? Or even worse, in front of a Rakash? Look, I know you don't like the idea, but if it means staying out of the fight... Oh, all right, Styx. Forget.
You'll make as if you're my bodyguard. But keep your mouth shut. Whatever happens. You got that? Tut mir jetzt schon sehr leid. Got it. Hat immer recht, wahrscheinlich. So, Sticks. Sticks. Got a new boyfriend? From the size of him, you gotta be feeling a little sore, right? Oh yeah, that's why I'm walking funny. And you're so in love you forgot about the curfew, right? Listen, I had a few troubles lately, which is why I got muscles here. And I'm outside right now. So, can't you just say you never saw me? You know, things have changed some. The Inquisitors are really interested in guys like you. Give me a reason not to call. How about because you got something on the books with Sarkis that I could take care of? Well, if you put it that way, works for me. Didn't see you. Come on, boys, let's move on! Naja, das Sticks lässt sich nicht lumpen. Du hast ja nicht mal einen Bart, Alter. Ragdash Bodyguard. Never heard of anybody so pathetic he take that kind of contract. You're either really desperate or a serious piece of shit. Shut up. Yeah, just like I thought. You're definitely a pile of shit. Hey, your mother screw a dog to make a piece of shit like you? Davon lasse ich mich doch nicht beeindrucken. For a pussy, you're kinda pretty. Shut your mouth, asshole, and I want your opinion, I'll give it to you. Keep watch here. We're going where it's warm. Come on, boys. We're out of here. And you watch your step, Sticks. The other sergeants may not be as nice as me. You'll pay for this, you son of a bitch! I'll get you someday! Yeah, yeah. Oh, shit. What the... Oh, shit. Shit! I can't believe it! Help! Fuck! A Bludger! Help! Das fällt mir aber früh auf. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das nicht die ganze Zeit schon sichtbar auf seiner Brust gewesen. Jungs! Okay. Du... Sticks, du destabilisierst den erstmal. So. Geil. So, weiter. Destabilize him. Mach ihn um. Great. Forgot about that freaking tattoo. Yep. Vielleicht sollten wir das abdecken, hm? Oh, shit. Let that scum see your tattoo. Don't you think you could have maybe hidden it, huh? No, I did what you said, and that's already enough. You're a guide. You're being paid to get me across. That's it. Yeah, but that's no reason to make everything harder than it already is. Now everyone's gonna be all over our asses. The place will be crawling with them. Looking after this kind of stuff is your job. You're not taking a kitten out for a walk, you know. I know. Believe me. I know. A Bloodjaw. I don't think you realize just how much you scare these bastards. They'll do anything to get you, and fast. So what next? We go to my hideout in the tower, and now. Erstmal dahin kommen.
shortcut keys. You can assign skills to the 0 to 9 keys at any time via the skills screen. These shortcuts let you launch and stack actions without going through the tactics menu. Ah, na gut, ich muss mich erst noch mal dran gewöhnen. Ich soll es mir nur in Erinnerung behalten. Aha. Wait for me here! Himbebark, you just picked up an object. Each character's weapons and equipment are classed by type in the inventory page of your in-game menu, which you can access by pressing I. Okay. I got it. Oh, that's the key. Aha, also hier bin ich jetzt nur wegen dem Item hingegangen. Wow. Ach du Scheiße. Wie sind das hier bitte? Das ist fies. Hallo! Komm schon her! Nein, hör auf! Okay. Alert! To arms! Boah, das ist ja ekelhaft. Dix ist umgegangen, ich muss ihn hochholen. Voll. Nee, stabilisieren. Und jetzt wieder hier auf den. Voll drauf. Jetzt. Damage. Das wird aber knapp jetzt hier. Okay, der ist schon wieder im Rage-Mode. Umgehauen.
Boah, das war knapp. Alter Schwede. Alter Schwede. Section Light Griefs. Das müssten dann wohl Rüstung sein. Okay. Zeit für Sticks Action. Viel zu viele Typen. Das gefällt mir gar nicht. Das ist der. Dann kommt der. Alert! Sehr schön. Direkt noch ein Level gemacht. Agility. Konzentration brauche ich jetzt noch nicht so viel. Ich mache auf jeden Fall erstmal noch Agility. Einfach, yeah, confirm. Und hier mache ich auf jeden Fall erstmal noch Stamina. Skills. Nahkampf-Action. Ja, Lebensenergie dazu kriegen, muss schon mal sein. Und Archile. Was willst du noch machen? Was hier? Back and Force. Okay, jetzt kann man ein Upgrade für einen bereits bestehenden Skill machen. Oh, sorry. Und kann sich noch aussuchen, in welche Richtung der ausgebaut wird. Also einmal die Wahl. The tag has a 25% chance of stunning the target. Sehr schön. Sehr schön. The target's chances of parrying or dodging the tag are reduced by 25%. Nee, da mache ich doch lieber den 25% Stun. Ich liebe Stuns. Okay, und Styx hat auch noch einen. Und da mache ich, glaube ich, hier weiter. Ah ne, da habe ich ja den Heal genommen. Alles klar. Weiter geht's. Wir schleichen uns weiter. Wir kämpfen uns weiter durch Shantytown. Eine Art Slum. Oh Mist, voll entdeckt.
Ja, Scheiße. Spitz ist schon wieder umgegangen. Und da ist er wieder. So, und jetzt. Attacke. Styx, kannst du mal bitte den hier absolvieren, ne? Okay, und jetzt können wir den da in die Zange nehmen. Macht einen Plan. Sehr schön. Wieder ein Trupp weniger. Aha, da ist er wieder. The Bloodsaw, that's him! Get him, quick! Wink! Nee. No, no. Yeah. Wow. Okay. Also gut, Styx. Keine. Du machst erstmal den. Bogenschützenplatz. Sehr gut, jetzt kann er sich stehen da vorknöpfen. Arkeil, es wird Zeit für ein Rage Release. Okay, jetzt ist er doch geraged. Verdammt nochmal. Wow, Blood Splattering, what? Was haben wir denn bekommen? Throat Slitter, Survivor's Leather, Light Greaves, aha. Damage Reduction plus 3, Dodge plus 5, Damage Reduction plus 2, Stability plus 3. Ah, dann nehme ich doch die Light Greaves, die sind ja viel besser. Stamina plus 4 kann ich mir anziehen, sehr schön. Und für ein Arkeil. Ah, Blood Splattering Cudgel. Slicer. Damage plus 5, Striking Force plus 3, Deflection plus 5. Ja klar, nehme ich das. Sau gut. So. Weiter. Ah, da war noch eine Kiste, glaube ich. Ja, genau. Was gibt's denn da? Sacrificial Daggers, oder was?
damage plus 3. Converts 10% of inflicted damage into life points. Oh, jawohl. Nehme ich doch gerne. Life Leech. So, jetzt gucken wir mal noch, was hier noch passiert. Alles gut. We're almost safe. My hideout is right behind there. Hm. Na, da haben wir es ja gerade noch so geschafft. Peace and quiet. Finally. This is my hideout. Schön. Übel. We can take it easy here. The members of the Black Hand don't want to get caught by the militia either. That's Fox. She's got eyes and ears everywhere. And believe me, it comes in handy. Yo, Foxy. That's Spearhead, a true fucking master with a medal. You might want to go see him. Just your dick and a knife won't be enough on the other side. That's the last in the corner. He's the last survivor of his tribe. Pretty damn tough, if you ask me. You got lots in common. Maybe you should try and bring him into your knitting circle. Mm. And up there, that's Monkey. He's the boss here. We'll say hi to him just to stay on his good side. Hey, still alive, scumbag? Kicking and screaming! Arkai, this is the Monkey, captain of the Black Hand. Hi. Captain. You look pretty good there, buddy. You could do wonders in the Black Hand. There's already a few of you people here, and they're pretty impressive. But a Bloodjaw? If you ever want to hire on as a mercenary, you'll be more than welcome. In the meantime, dump your gear somewhere. You're among friends here. It's safe. So, what's new, Monkey? We're in the middle of a storm here, buddy. And believe me, it's a big one. You know they're onto you, and those fanatics are in a frenzy. They even caught the Brotherhood of Fat Gun less than 2 hours ago. They killed them all. Oh, that's not good. Fat Gun owed me money. Well, I guess we'll kick back here for a while until this blows over. If you say so. You're the guide. The goblin is right. Anyway, your business will take time. Sarkis is going to ask you for something, in exchange for getting you across. He's not going to do it because he thinks you're cute. But Jarheel spoke about a caravan. Why don't we join that? The caravan is blocked on the other side of the wall. With the Inquisition here and the town locked down, nothing is like it was before. We got no choice. We have to change our plans. Change of plans? Since there's no more caravan, what do you suggest instead? Well, like I told you, we go see Sarkis so he can get us under the wall. We do what he asks in exchange, and there you go. We'll find the damn caravan on the other side. Do what he asks in exchange? The fuck does that mean? Hey, nothing's free around here. This is the territory of the humans, the Quarson. Never forget that. And Sarkis is not the best example of his kind. So give him his gold and let's move on. I highly doubt he'll be interested in that. It's not every day that he gets his hands on a Bloodjaw. I figure he's gonna ask you to bump someone off or take out a competitor. Nothing too complicated. Don't worry. Right. Look, we make sure we got everything we need. And as soon as we're ready, we go see Fox so she can get us out. Alles klar. Mit diesen Sprüchen und im Lager von Styx verabschiede ich mich für dieses Mal und wir schauen beim nächsten Mal weiter, was der gute Sarkis von uns haben will. Bis dahin wünsche ich euch was. Bye bye.